Ja, hi Leute, ich bin's Philipp. Nachdem ich gestern das erste Mal eine 60-Seiten-Zusammenfassung gemacht habe von meinem Buch, was ich gerade lese, Jab, 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 Right Hook von Gary Vaynerchuk, fand ich die Idee so geil, dass ich daraus jetzt eine tägliche Show machen möchte. Es geht los weiter mit Jab, 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 Right Hook. Wir lesen die nächsten 60 Seiten. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen beim letzten Mal. Ich bin schon ganz gespannt, wie es jetzt weitergeht und freue mich auf die Zusammenfassung mit euch. Los geht's! Also, ich habe jetzt die letzten 60 Seiten von Gary Vaynerchuks Jab, 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 Right Hook durchgelesen. Bei der letzten Zusammenfassung sind wir stehen geblieben bei dem Kapitel Facebook. Da hat er so erklärt, okay, wie schaut ein nativer Content auf Facebook aus, worauf soll man achten, wie funktioniert der Ad-Rank etc. Und was er jetzt gemacht hat, so auf den Seiten 70, 80, 90, ist er dann eingegangen quasi auf Fallbeispiele, hat also gute und schlechte Jabs quasi gezeigt auf Facebook. Also das erste Beispiel ist Jeep. Jeep hat einen ziemlich coolen Job gemacht. Die haben ein Foto genommen von einem ihrer Fans. Die ist halt in Jeep gehockt und hat einfach ein Close-up von sich gemacht und die Haare fliegen irgendwie rum. Und Jeep hat dieses Foto einfach genommen, groß dargestellt als Post, quasi also fotozentrischen Post gemacht und hat einfach nur drunter geschrieben, it's a Jeep thing. Das ist eigentlich ein wunderbares Beispiel für einen Jab aus der Sicht von Gary zu sagen, weil er gibt Content, er honoriert die Fans, er lädt ein zu sharen, er lädt ein, boah, dieses Gefühl, was auf diesem Foto entsteht, ist halt tatsächlich das, was ich mit Jeep verbinde und erzeugt so dieses Community-Feeling, so it's a Jeep-Thing, das ist unser Ding, nur wir wissen so, wie sich das anfühlt und erzeugt quasi Interesse und Spannung und Neugier bei Leuten, die das von außen sehen. Das einzige Kritik, was er an dem Post hat, ist, es muss ein Logo in den Post rein, in dieses Bild rein. Und dieser It's a Jeep Thing, dieser Slogan hätte noch aufs Bild kommen sollen. Wobei ich nicht ganz weiß, ob sich das nicht heute eher schlechter oder negativ auswirkt auf den Post, weil Facebook das natürlich nicht mehr so gerne sieht, wenn so viel Text auf Bildern drauf ist. Aber aus Sicht von 2013 ein guter Post. So, Gegenbeispiel, Sarah oder Zara, wie auch immer man das nennen möchte, hat was er gesagt hat, ein Clickbait und Post gemacht. Die Idee dahinter war vielleicht cool, aber es hat einfach vorne und hinten nicht funktioniert. Ja, ich meine, es ist einerseits ein Bild gewählt, wo ultra klein irgendwas zu sehen ist. Ich kann es gar nicht erkennen. Ja, auch der Text, ja, da muss man sich sogar am PC irgendwie anstrengen, damit man da was sieht. Was er gut fand, ist der Text, der drunter stand, Just Apps. Und was er suggeriert, da finde ich Apps, die mich unterstützen in meinem Kauf bei Amazon, sorry, in meinem Kauf bei Zara und die mich irgendwie beraten oder was auch immer. So, das Problem dabei ist, dass es halt einfach nur ein Clickbait war, weil der Link, der dahinter liegt, ist, den man anklicken soll, der führt halt ins Nichts, der führt halt einfach nur auf die Zara Homepage. Es wird halt suggeriert, dass ich irgendwelche Apps finde, aber ich klicke auf den Link und sehe gar nichts. Also zusammenfassend über Facebook, sage ich mal, sagt eher, um guten Content zu erstellen, sollte man sich die folgende Frage stellen. Ist der Text zu lang? Ist er provokativ, entertaining und überraschend? Sind die Fotos wirklich super geil, high quality? Ist ein Logo eingebunden? Haben wir das richtige Format für den Post gewählt? Ist es ein Link-Post, ist es ein Videopost oder ist es ein Bild-Post? Haben wir einen Call to Action auf dem Bild? Brauchen wir einen Call to Action? Ja? Es ist wirklich interessant für jemanden. Also wirklich, wir sollten uns die Frage stellen, würden wir das selber teilen, wenn wir das sehen? Und wenn nicht, dann müssen wir uns echt überlegen, wollen wir das dann wirklich posten? Weil in Facebook geht es um Sharing, geht es um Teilen. Und nur so kriegt man Engagement, nur so kriegt man Reichweite auf Facebook, wenn die Leute es anfangen zu teilen. Verlangen wir zu viel von den Leuten? Ja? Ist die Aufforderung viel zu schwierig zu verstehen? Kriegen wir die Frage nicht gescheit gestellt? Da sind die Leute auf sich allein gestellt, zu checken, was überhaupt zu machen ist in diesem Post. Okay, Twitter. Twitter, sagt er, ist ein riesengeiles Netzwerk, weil du
weil es nur aus Konversationen besteht und du kannst als Marke oder als Marketingmensch direkt in diese Konversation eintauchen. Heißt, wenn du eine Marke hast, kannst du direkt researchen, okay, wie sprechen die Leute über dich. Die Trends von Twitter sind unglaublich hilfreich, eben um Content zu generieren. Denn wenn jetzt zum Beispiel wie jetzt WM aus, ja, als Hashtag-Trend auf Twitter angezeigt ist, dann warum das nicht nutzen als Kontext? Wir wissen noch von vorher, Content ist King, aber Kontext ist Gott. Die Leute, die haben satt, nur Informationen zu bekommen, weil Informationen gibt es überall im Internet. Die Leute wollen aber nicht nur Informationen, die wollen Infotainment. Das heißt, du musst aus diesem Kontext der Informationen, die du hast, irgendwas Cooles, Humorvolles, Sarkastisches, Ironisches, Provokatives machen, damit die Leute einfach die Attention darauf kriegen und das auch gerne sharen wollen. Eine wichtige Frage, die man sich immer stellen sollte laut seiner Aussage ist, will ich das selber sharen? Es ist eine Live-Kundenverbindung, da ich einfach live die Konversation der Kunden mitbekomme. Wenn ich eine Marke habe, wenn ich ein Unternehmen habe, kann ich direkt da reintauchen und sehen, was die Leute über mich sprechen. Ich kann meine Hashtags suchen, was weiß ich, wenn ich jetzt Pampers bin, kann ich nach Pampers Hashtags suchen und sehen, was die ganzen Mütter und Väter über Pampers zu sagen haben, kann dann direkt dort einsteigen. Er sagt hier bei Twitter Trends, 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 Trends. Haltet euch an die Trends. Kontext ist Gott. Und nimmt diesen Kontext und baut da euren Content drum. Ein schlechtes Beispiel auf Twitter, Lacoste zum Beispiel. Da sagt er, okay, man sieht ja hier einen Post, if you could do one thing today, what could it be? Shop, ja. Es ist halt mit der Faust aufs Auge, es ist halt ein Right Hook, ein Versuchter, der halt voll irgendwie die Leute untergräbt und denen die Fähigkeit nimmt, darauf selber zu antworten. Weil ich stelle eine Frage, ich will engagen, wäre ja eigentlich gut. Dann könnte man erwarten, die Leute fangen an zu engagen und sagen, ja, ich würde gerne angeln gehen, ich würde gerne reisen gehen und so weiter. Und einer sagt vielleicht noch shoppen. Und dann könnte man mit diesem jemanden auch die Konversation weiterbringen. Das Problem, das Lacoste hier verursacht hat, war, sie haben die Frage schon beantwortet. Und versuchen ja auch noch einen Right Hook quasi voll auf die 12 zu geben, indem sie dann halt direkt den Link dahinter setzen, wo man dann wieder nur auf die blanke Webseite des Unternehmens kommt. Er vergleicht es auch hier mit dem Zara-Beispiel aus Facebook vorhin. Der Kunde wird irgendwie für blöd verkauft und wenn er dann schon klickt, ja, dann kommt er halt auf die Internetseite und soll gefälligst kaufen. Ja. Ein gutes Beispiel an der Stelle ist allerdings hier zum Beispiel Adidas. Der Post ist halt in der Sprache der Zielgruppe geschrieben, your street, your castle, your kicks, your crown, introducing GLC Street Royal, get him here. Und das Geile ist, der Right Hook oder der Call to Action, der dann gewählt wurde, der spricht weiter in die Sprache. Weil manche Unternehmen, sagt er, schaffen das sehr gut, in der Sprache der Zielgruppe zu sprechen. Aber sobald es dann dazu kommt, den Sale zu machen, dann kommen sie auf einmal in so einen formalen, okay, also jetzt hier bitte kaufen. Ja? Und das hat er besonders herausgestellt hier bei allen. Da auch wieder das Thema nativ bis zu... Alles klar? Also hier auch wieder das Thema, dass man sich der nativen Sprache der Plattform zunutze macht. Genau, jetzt so die 60 Seiten, das waren relativ viele Beispiele. Ich habe das jetzt kondensiert auf diese paar, die ich gesagt habe. Es geht noch ein bisschen weiter mit Twitter und danach Pinterest und Instagram werden auf die nächsten 60 Seiten kommen. Also bleibt dran, schaut morgen wieder rein, wenn ich die nächsten 60 Seiten lese. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen Informationen geben. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Hat mich sehr gefreut, Leute. Bis morgen und bis dann. Ciao, ciao. Macht's gut.